Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Enz mit dem Leo, Dirk, Jürgens, Mopsi, Simon, Ole, Sven, Daniel, Florian und Katsche. Oh. Heiner. So, ich habe einen neuen Posten bekommen, ich darf jetzt grubbern. Ole, hast du einen Kurs parat? Ich starte jetzt hoch. Das ist gut. Ah, ich muss die besser machen, Moment. Eieiei. Mach's erstmal die Bahn fertig und dann gucken wir weiter. Muss mir nur sagen, wo du gespeichert hast. Ich glaube, die 4 ist. Ja? H11. Was? Also Kurs 4. Kurs 4? War Kurs 4 nicht ein Häckselkurs? Ja. Laden. Wow. Wir haben ungefähr 5000 verschiedene. Okay, ist egal. Wow. Hat er jetzt gerade unseren Kurs überspeichert? Wow. Also, der Kurs 4 hat eine Arbeitsweite von 6,2 Metern. Ja, genau. Sorry. Much wow. Macht euch doch mal einen eigenen Kurs. Mein Gott. Nicht, dass wir einen hätten, aber naja. Nee, ihr hattet einen wahrscheinlich. Ja, ich wusste ja nie wohin. Da habe ich halt die 4 ausgewählt, ne? wie macht man das jetzt hier? Ist das eigentlich schon gedüngt? Jürgens, warst du hier schon auf der 12? Jo. Jürgens? 12 war ich schon. Okay. So. Dann hier rum und da rum und nochmal hier vorne. Oh Gott. Ja, du musst nur die Ecken. Ich mach die Ecken picobello. So, der Rest der Mannschaft ist noch am häckseln. Ja. Oder sehr viele sind am häckseln, ne? Der Mopsi, was macht der Mopsi jetzt? Ich lag gerade die letzten 4300 Liter Zuckerrüben, okay. Du kannst ja noch mal gucken, ich glaube, wir haben noch 2-3 Strohballen rumliegen, dass du die zu den Kühen bringst, bitte. Ja. Vielleicht geht da noch was rein. Bayfeed Mod hat man nicht drin, oder? Doch. Müsste funktionieren damit. So. Und dann, ja, müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie, ja, wir brauchen Grasballen und wir brauchen Strohballen. Aber da müssen wir warten, bis zumindest ein Häcksel-Gedöns abgeschlossen ist, damit wir da ein paar Leute abziehen können. So, nehmen wir den hier, ja. So. Leo, wie geht's dir denn? Super. Ach, bist du aus dem Wandbacken meinst du auch, ne, oder? Ja, wenn geht. Das sieht halt kacke aus, ne? Ja. Wollt ihr mit den verkauft ihr die oder was macht ihr? Nee, der macht die nur mehr in die Halle rein, weil die liegen ja teilweise mitten im Weg. Wollten wir nicht mal umstellen? Ah, nee, wollten wir nicht, okay. Ich war gerade der Meinung, wir wollten umstellen auf Direktsaat irgendwann mal, ich weiß es nicht mehr genau. Alter, wir haben Direktsaat. Ist das eine Direktsaat? Die Felderstätte ist ein Direktsaat. Aber oh, die horcht nicht, wir ne? haben zwar Direktsaat allerdings. Die horcht nicht. Die horcht nicht, das heißt, wir grubbern immer, wenn wir Mais anpflanzen. Ja, aber Mais haben wir jetzt erstmal, glaube ich, genug angesät gehabt. So, läuft das? Das dann verstehe ich nicht, warum ihr grubbert. Weil Spaß macht. Ups. Wechsel. Werner? Hier ist einer. Ich hab den Träger weg hinter das Silo gefahren. Warum machst du sowas? Ich bin drüber gerutscht. Was hast du für Träger gehabt? Den Standard. Den glaube ich war das. Standard was? Ja, ein Radlader, oder? Nee, also du hast den Radlader gehabt, oder? Ja. Ah, ein Radlader, okay. Den musst du bei dem Händler abholen. Hä? Hä? Okay. Beim Händler oder, abholen. Oder bei Hof. Feld 19. Nee, wo war das? Oder du tappst einfach durch, bis du es findest.
da. Viele Lader hier. Oh, da war ein Jürgens. Der kann zum Glück bremsen. Hat ja einen guten, ne? Ja, und ein paar Tonnen hinten dran, aber. Holst du das an der BGA, das ganze Gedöns? Aktuell ja. Okay, nicht schlecht. Der liegt näher dran. Ja, klar. Du lässt denn der jetzt was stehen, das Scheißding? Und fahr. Ah, komm, egal. So. Wollten wir nicht auch mal Kartoffeln machen? Yep. Ja, allerdings nur mit den Verlerntern. Ah, ja, weil da gibt's ja keine, ne, da gibt's ja nur diese Zweireiher, die sind ein bisschen, naja. Oh. Gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal dazu. Aber wir haben momentan kein Geld für Vollernte, aber wir würden Geld haben, wenn wir das ganze Gedöns verkaufen. Nee. Die BGR vielleicht nicht Geld. Ja, aber ich für Kartoffellegemaschine. Achso, wir könnten noch ganz kurz Kredit aufnehmen, das wäre nicht so tragisch. Nein, müssen wir mal gucken. Jetzt machen wir das auch fertig. 91% ist das S voll. 91%, das ist aber viel. Nur das eine Silo, ne? Ja. Wir haben ja 1920 auch noch voll mit Mais. Eben, ja, das ist, kommt schon einiges also, rum. Beiden Silos kriegen wir voll. So. Daniel ist das falsche Weg zum Silo. Ich fahre runter. Wohin fährst du? Ich fahre jetzt zum Silo. Das. War wahrscheinlich verkehrt. Wahrscheinlich. Gehen wir davon aus. So, Ole, das passt. Fährst du den letzten Streifen oben, Ole? Da fahre ich einmal rum. Ja, dann machst du es vorgewendet. Ja. Das können wir gerne so machen. So, ich werde mich dann... Ich mal zum Leo. Entschuldigung. Mal grob mal ganz kurz abstellen und gucken, ob die Mischration schon soweit ist. Hatten wir, Leo, irgendwo einen Lagerplatz für Mischration? Nee, ne? Nee. Schade. Könnte man aber mal den Hanomat, ne? Für den BGA. Ich glaube, das funktioniert super optimal. Ja? Bin mir aber nicht sicher, ja. Oder wir nehmen es einfach raus, wenn wir es brauchen, ne? Ja. Nur eine kleine Idee am Rande, wenn wir was anderes machen wollen. Wenn wir uns noch Schafe, Schweine und Rinder zulegen. 10.000. Ja eben, da müssen wir noch ein bisschen Sporn drauf auf die ganzen Viecherchen. Ist hier unten schon alles? Müssen wir mal gucken. Hoch das Ding. Dämpfen kannst du jetzt hier auf der... Du weitermachen. Ein wildes Florian. Wo weitermachen? Auf der 11. Auf der 11? Wo ist die 11? Ah ja, wahrscheinlich genau neben der 12, ne? Ja. Dann bin ich klug. Ist sehr nah. Das stimmt allerdings. Das war eng. Ja. Ach, eng ist was anderes. Ausgemessen, ja. Sagst du? So. Machen wir da mal zu, das Ding. Fahren wir zum nächsten Acker. Uah, da kommt ein Daniel. Und ein Florian. Alter Schwede. Florian, du hast aber doppelt so viel Platz wie alle anderen, ne? Nee, warum? Von den Hängern her, meine ich. So doch. Na, weiß nicht, wie viel geht denn in den Gilberts rein? Irgendwas mit 20, glaube ich. Dann habe ich das. So, neuer Acker, neues Glück, habe ich gehört. Ja, müssen wir es aber jetzt noch alles neu einstellen, ne? Nee, lass mal. Passt alles. Nimm den gleichen Kurs. Okay, gut. Also das Sieb ist auf jeden Fall jetzt voll, wenn er noch mit seinem Agro-Liner kommt. Ja, dann könnt ihr das das Nachtcasino anfangen. 90%. So. Also, 1% passt hier noch rein. 1%? Eieiei. Nimmst du die... Genau, so. Patsche, lass mal den Dirk rein.
Oh, was ist da los? Nein, in die Spur. So. Was macht ihr? So. Hier steht noch ein bisschen Mais am Rand, aber. Okay, wir brauchen nicht zwei Abfahrer für. Egal. Nimmt jeder seinen eigenen. Jeder hat einen privaten Abfahrer von euch, oder was? Ja, ja. Wo fährt der denn gerade an? Läuft bei uns, der Jürgens. Jürgens. Problem ist gleich. Naja. Holt sich neues, neue Gülle. Das wird gleich beim Wenden richtig toll. Da macht gleich Kapping. Das auch. Aber gibt's noch andere Sachen. Wie gut, dass es noch kein Schadensmotiv gibt. Würde es geben, aber das könnten wir uns nicht leisten. Den gibt es. Das ist nicht das Problem. Aber ob der vernünftige Multiplayer ist. Das ist eine andere Sache. Das habe ich. Ich habe den nie getestet tatsächlich. Der Schadenmord? Ja. Ach, da fährst du einmal über den Hoppel, direkt Schaden. Ja. Direkt 50%. Wie viel? Wenn das jetzt 1-2% sind, ist ja okay, aber. 50. 3, 4, 5. Ja. Ja. Ist halt die Frage, ne? Macht es auch. Ja. Dann hört sich das halt endlich auf, dass da mit 50 was fällt, da jetzt solche Sachen. Richtig. Das ist ja auch der Sinn des Mods. Ja, klar. Ja, und wenn er 100% hat, kriegst du ihn wieder zurückgeholt oder kannst dich gar nicht reinsetzen. Richtig. Ja, ist auch. Ja, ist ja klar. Bringt ja nichts, wenn du jetzt sagst, ja gut, 80% Schaden ist doch sowieso egal. Da muss schon was bringen. Ja, bei 100% kannst du nicht mehr einsteigen. So. Ja, ab 100 kannst du nicht mehr einsteigen und ab 80 kannst du nicht mehr nutzen. Finde ich auch nicht so schlecht. Also können wir gerne mal reinnehmen, oder Leo? Wenn du das möchtest. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Nach einer Folge sagst du nein. Nach einer Folge sage ich, wer hatte diesen verdammten guten Einfall, ey? Und dann ist das Safe Game zerschossen. Das kann natürlich auch sein, ne? Das kann auch sein. Nochmal von vorne. Einmal von neu, bitte. So. Oh, ich darf hier nicht rumfahren. Moment. Ich könnte das Schild jetzt mitnehmen, aber nee. Dann tust du. Wo ist nur eine zweite Radlader? Der Hanomag? Ja. Den hab ich mir gerade geklaut. Ah. Was machst du damit? Die Zuckerrüben. Florian, fahr mal ein Stück zur Seite. Weil. Dankeschön. Ich kann mit diesen Teleskoplader-Dingern nicht umgehen. Achso. Das kann er nicht, sagt er. Okay. Ich bin Radladerfahrer und kein Teleskopladerfahrer. Ja, wir haben ja deinen schönen Radlader mal gesehen. Also, die nächste Fuhr und ab in den zweiten. Erste voll, sagt er, okay. Ist schon voll, oder? Habt ihr den schon verdichtet komplett? Ja, 1% ist. Ja, 1% macht den zu, den Zilo, ist egal. Wenn es verdichtet ist. Ja, ist ja erstmal bei 72. So, kannst in den nächsten fahren. Ja, mach ich. Kannst auch das 1% hin eben voll machen. Hab ich gerade. Radlader kriegst du nicht so schnell verdichtet. Nee? Das helfen. Deswegen wollte ich ja eigentlich einen Trecker mit zwei Gewichten haben. Ja, aber wir haben keinen. Wie soll ich dir sagen? Also ich habe gehört, so ein Güllebomber soll ein bisschen was wiegen. Ja, aber du kannst nicht mit dem Güllebomber festfahren. Das wäre genau die gleiche Schnapsidee, als wieder mit dem Drescher vor. Also das würde ich gar nicht sagen. Was überhaupt nichts gemacht hat. Nee. Aber die Idee war da. Man muss die am Anfang... Ne? Spontan sein. Florian. Ja? Jetzt drehst du mal bitte im Kreis und fährst mal direkt hinter mir. Oh ja, ich weiß warum. Ja, Leo, bitte. Nix, Dirk weiß, was Sache ist. Dirk weiß, wie der Hase läuft. Ja, Florian hat zwei Anhänger und wir haben nur drei Abfahrer. Das ist schlecht bei zwei Häckslern. Achso, na gut, da kann ich verstehen. Wenn jeder seinen eigenen haben will immer. Okay. Will ich ja nicht. Ich hab gesagt, nee. Quatsch. Richtig. Weil so fahren würde ja schon reichen. Ja. Gut, aber wir sind schon wieder fertig für heute. Tatsächlich ist das ja nicht Wahnsinn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde uns freuen und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge auf der Enz. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
Ringer und ciao. 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 Ciao.